Leute, wir sind zurück. Final Fantasy VII Remake Integrate. Im letzten Part sind wir im geheimen Labor stehen geblieben. Hier müssen wir hin. Jetzt müssen wir das Labor erforschen. Gucken, was wir finden. Was diese lauten Geräusche sind, werden wir erfahren. Und seid gespannt. Das wird richtig geil werden, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Gut, das sind nur Bluthunde. Das ist nicht weiter wild. Schon erledigt. Sehr gut. Aber da ist sonst nichts drin, ne? Ne, finden wir ja Items? Nein, gar nichts, weil wir die schon mal kaputt gemacht haben. Okay. So, wir müssen tiefer rein. Was war das denn für eine Scheiße, Alter, hä? Hier laufe ich ja nur im Kreis. Dann muss ich ja hier lang. Noch tiefer. Ein großer Sauger. Zur Sicherheit analysieren. Bei diesem Insekt handelt es sich um eine Subspezies des Allesfressers. Er ist größer als gewöhnliche Allesfresser und hat klingenförmige Krallen an seinen Vorderbeinen. Es hat eine Vorliebe für Menschenfleisch entwickelt und dringt auf Nahrungssuche oft im Wohngebiet ein. Gut, den hatten wir schon. Das war's. Ich meine, wir müssen hier lang. Genau. Ich hoffe, ihr seid bereit. Es geht los. Behemoth Type Zero. Nicht gut. Oh shit. Wir sollten den zuerst analysieren. Eine modifizierte Version des Behemoths, die von Shinras Forschern als Versuchsobjekt gehalten wird. Wiederholte Experimente haben dieses Monster immer wilder werden lassen. Andere Monster erzittern in Furcht, wenn sie sein Gebrüll hören. Zerstöre sein Ober- und oder Unterkörper, um ihn zu Boden zu bringen. Wenn du ihm ein weiteres Bein brichst, während er am Boden ist, versetzt du ihn in den Schockzustand. Er kontert Magieattacken mit seinen Hörnern, also zerstöre sie, bevor du versuchst, ihn mit Magie den Chaos zu machen. Okay. Cloud, hau mal bitte Regener raus. Natürlich wurde Cloud immobilisiert. Du bist am Zug. Ich leg los. Lass mich mal gehen.
Alter. So, jetzt aber. Nein, Regina. Weg hier, Barrett! Komm halt einfach gerade nicht an seinen Unterkörper ran, ne? So, und jetzt die Hörner. So, und jetzt heißt es dasselbe Spiel von vorne. Na, Brudi, was machst du jetzt, hä? Klingschral. Oh, er ist im Amok-Modus. Jetzt wird's hart. Oh shit. Ah, der Amok-Modus ist beendet. Barrett, hau deine maximale Wut mal raus hier. So, auf die Hörner, Ende mit Schrecken. Das war's mit den Hörnern, yes! Oberkörper. So, jetzt schnell den Unterkörper zerstören. Oh shit, tiefer. Nice, damit ist er im was? Oh, Kacke.
Damit haben wir schon mal den Behemoth erledigt, aber das war noch nicht die Mission, ne? Nee. Ach doch, war's. Gut. Und Geheimmedizin haben wir damit auch fertig. Fehlt nur noch eine Quest, die wir angehen müssen. Und dann gibt's, glaube ich, nur noch Story-Content. Dann haben wir alles gemacht. Ah, stimmt. Ich kann ja, wenn ich LB gedrückt halte, zurück an die Oberfläche gehen. Tschüss. Geil. Nein, noch nicht. Wir wollen ja erst bei Weimer die Quest abgeben hier. Ihr habt es geschafft? Wirklich? Danke. Jetzt kann die Bürgerwehr endlich aktiv werden und den Leuten helfen. Ihr habt sicher alle Hände voll zu tun. Haltet durch. Machen wir. So ein paar Tiefschläge kriegen uns Leute in den Slums nicht klein. Ach ja, hier ist ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Und damit haben wir Abrissbirne gekriegt für Barrett. Sehr geil. Die geben wir ihm dann auch gleich, damit er dann eine neue Attacke lernen kann. So, passt. Und wir rüsten Barretts Abrissbirne auch so gleich auf. Machen wir ja immer. Gut, zwei Materiaplätze mehr. Alter, die Abrissbirne hat gut Materiaplätze. So, dann ist die Frage, was können wir gleich damit lernen? Sehr cool. So, was können wir mit der Abrissbirne lernen? Bebende Erde. Mindestens zwei Gegner treffen. Okay. So, du dürftest nichts für uns haben. Ich hätte einmal hergehört. Packt eure Sachen zusammen. Wir brechen bald auf. Und jetzt haben wir noch geheime Medizin, die wir abgeben können in den Slums von Sektor 5, ne? Genau. Vergesst nicht, in aller Ruhe zu laufen. Das ist uns. Nein. Slums von Sektor 5. Eingang, würde ich sagen. Gut, jetzt sind wir richtig. Und da. Cloud, hast du die Zutaten alle bekommen? Vielen Dank, das sollte reichen. Jetzt weiß ich, warum Aeris dir vertraut. Den Rest erledige ich. Ich mache mich gleich an die Arbeit, solange die Zutaten noch frisch sind. Ach, fast hätte ich's vergessen. Hier, das ist für dich. Gut, Quest erfüllt. Eine Quest fehlt uns jetzt aber noch. Ich weiß nicht, wo wir die jetzt gerade bekommen. Jetzt müssen wir ein bisschen suchen. Wir haben aber auch noch Chadley. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. TP-Absorption. Wir brauchen aber auch ein bisschen noch. Nehmen wir da alles erstmal nur einmal mit. Hier haben wir sonst nichts. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten.
So, jetzt müssen wir gerade mal gucken. Aufträge. Sektor 7 ist ja Schrott. Müssen wir vielleicht nach Sektor 7? Das glaube ich aber irgendwie nicht. Immergrün Park. Gehen wir nochmal zurück zum Immergrün Park. Gut. Nee, da geht's zur Mauer. Da wollen wir gerade nicht hin. Wir müssen hin. Wenn du nicht zurückgegangen wärst, alle mal hergehört. Packt eure Sachen zusammen. Wir brechen bald auf. Was da? Darauf konzentrieren, andere zu helfen. Aha, was versteckt ist? Ein Äther. Nehmen wir gerne mit. Das hilft uns nur nicht dabei, die Quests zu finden, die wir noch brauchen. Oh, bitte nicht, Alter. Nee, ich glaube nicht, dass wir hier eine Quest finden. So, da kommen wir nicht rein und hier geht es nur zur Mauer, ne? Alles andere haben wir ja sonst schon erledigt. Das ist Chocobo Sam. Und hier haben wir ja sonst alles. Ah! Was verschafft mir die Ehre? Hm? Der Mann mit der eisernen Hand. Hm? Was ist damit? Corneos Schergen suchen nach jemandem von Avalanche, dem statt einer Hand ein Maschinengewehr aus dem rechten Arm wächst. Shinra soll auf diese Person ein ganz schönes Kopfgeld ausgesetzt haben. So ein Taschengeld klingt verlockend, oder? Verdammt nochmal, haben die denn nichts Besseres zu tun? Ein Mann, der auf diese Beschreibung passt, soll übrigens auch in Sektor 5 gesichtet worden sein. Und soll da wohl in einem gewissen Blumengärtchen ein- und ausgehen. So, so. Moment! Oh nein! Das klingt gar nicht gut. Nichts wie weg. Oh shit! Sektor 5 Eingang. Das ist wie gesagt jetzt die letzte Quest, die wir machen müssen. Dann war es das mit Questen und dann geht's ins dann gibt's nur noch Story Content. Männern sind vorhin in Richtung von Aris Haus gegangen. Das klingt überhaupt nicht gut.
habe gehört, ihr sucht nach mir. Hoffentlich musstet ihr nicht so lange warten. Du bist doch der aus Sektor 7. Wusste ich doch, dass du auch zu Avalanche gehörst. Meinst du? Wart's ab. Dein großes Maul werde ich dir schon noch stopfen. Los, Jungs, lass den Gartenzwerg von alleine. Wird gemacht. Ja, darf ich vorstellen? Don Corneus Helferlein. Wenn der mit euch fertig ist, seid ihr Hackfleisch. Das Kopfgeld gibt's schließlich auch, wenn ihr tot seid. Ein Tomberry, Alter. Erstmal die Analyse, bitte. Ein Wesen, das Don Corneo über zwielichtige Kanäle erworben hat. Dieses unheimliche Wesen nähert sich langsam und mit ausdrucksloser Miene. In einer Hand trägt es eine Laterne und in der anderen ein absolut tödliches Küchenmesser. Wenn ihm eine Aktion misslingt, wird es kurzzeitig schockanfällig. Volle Konzentration. Na, warten wir einfach. So, dann töten wir den einfach. Why not? Und tschüss. Stopp, genug, wir geben auf. Wir werden keiner Seele etwas sagen. Versprochen, lasst uns ziehen, bitte. Die Augenzeugenberichte haben sich als falsches Gerücht herausgestellt. Verstanden? Sollte mir zu Ohren kommen, dass hier wieder irgendjemand von eurer Sorte herumschleicht. Zerquetschen wir euch. Wird niemals wieder passieren. Das war's. Wir sind fertig. Jetzt müssten wir alle Quests für dieses Kapitel haben. Ja, damit haben wir alle. Und wir können zum Schokobo-Ding und wir können uns hochziehen. So, da ist das Schokobo-Teil. Alle drei Schokobos sind wieder da. Ich kann euch nicht genug danken. Jetzt kann auch unser Betrieb wieder öffnen. So, jetzt ist aber die Frage, wie kommen wir jetzt zur Wand, an der Wand hoch? Vergesst nicht, in aller Ruhe zu laufen. Das ist kein Rennen. So, das heißt, es muss hier irgendwo einen Weg geben. Ah, Slums von Sektor 6 ist das. Kann sein, dass wir den noch gar nicht frei haben und wir da jetzt hinlatschen dürfen. Okay. Ungeil. Aber was soll's. Moment mal, das sieht mir sehr nach Corneus Villa aus, oder? Dass wir da jetzt gerade wieder hinlatschen.
selbst gesehen? Diese Gardisten von Shinra haben Corneos Villa gestürmt. Ihr habt richtig gehört. Angeblich ist Corneo verschwunden. Nirgendwo aufzufinden. So, bin ich hier richtig? Nein. Nicht wahr, oder? Hier auch nicht. Angeblich ist Corneo verschwunden. Nirgendwo aufzufinden. Hier lang. Nicht wahr, oder? Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Mann, das nenne ich Musik. Dieser Rhythmus motiviert einen richtig. Du machst auch einen erschöpften Eindruck. Hier, zieh dir das rein. Wuta erhalt. Danke. Danke, Bruder. Nehme ich gerne mit. Da ging es runter. Mokri-Medaille, 3 Stück. Oh. Nachricht des Racheengels. Lass uns mal reingucken, was der Racheengel uns da gegeben hat. Ich kann das nicht sehen. Doch da. An den Alleskönner, mir ist nicht entfallen, was du für die Leute hier in den Slums getan hast. Im Namen aller, denen du geholfen hast, möchte ich dir von ganzem Herzen danken. Dass man in unserer bescheidenen Stadt jetzt wieder strahlende Gesichter sieht, haben wir dir zu verdanken. Mit diesem Brief lasse ich dir etwas zukommen, für das du hoffentlich Verwendung hast. Bis bald und denk dran, mein wachender Flügel wird dich immer begleiten. Der Racheengel des Slums. Geil. Haben wir alles erledigt? Wenn wir hier rüber geklettert sind, kommen wir so schnell nicht wieder zurück. Wir haben alles erledigt. Sag mal, machst du diese Alleskönner-Tour weiter, wenn das vorbei ist? Hatte ich eigentlich vor. Du machst das nämlich gut. Ja. Wirklich. Am Anfang warst du arrogant, abweisend, hielst dich für den Größten. Ich dachte, du wärst ein echt unangenehmer Zeitgenosse. Aber jetzt weiß ich's besser. Du bist eigentlich anders. Das stimmt. Eigentlich bist du einfühlsam. Als Kind war mir das noch nicht so bewusst. Selbst wenn das stimmen sollte, im Kampf bringt einem Güte nichts. Nein. Sie stört. Na, Shinra hat weder Güte noch sonst was verdient. Aeris braucht uns. Zeigen wir der Mauer, wer der Boss ist. Weiter. Jetzt geht's diesen miesen Umweltsündern an den Kragen! Wir holen diese Aeris da raus. Und dann nichts wie weg! Los! Hier kann jeden Moment alles einstürzen, Leute! Wo ist mein Papa? Ich hab Angst! Ein Stückchen gehen wir noch weiter. Zurück. Hab ich's nicht gesagt? Verdammt, nicht schon wieder! Womit haben wir das verdient? Der Bereich hinter mir ist lebensgefährlich. Wir müssen da aber rein. Ihr werdet das bereuen. Wir können auf uns aufpassen. Seid auf der Hut!
So, hier können wir nochmal einkaufen und uns ausruhen. Nein. Okay. Gut. Leute. Ich werde den Part an der Stelle beenden. Im nächsten Part machen wir hier weiter. Dann beginnt der Aufstieg. Jetzt gibt es nur noch Story-Content. Ich glaube, wir haben keine Nebenquests mehr. Nagelt mich aber nicht drauf fest. Ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn da noch was kommt. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Final Fantasy Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!